Ihr wollt das, den Stein im Erdgeschoss schneiden, ohne dass das Haus zusammenbricht. Ja, nur ein paar Trittsteine hinausschneiden. Stellt euch das. Ach, Ich verstehe schon, was ihr meint, aber nun ja, ihr müsst auch hoffen, dass euch keiner von der Straße aus sieht. Und ich weiß, wie lange es dauert. Ja, es würde wie gesagt schon etwas dauern. Es ging ja jetzt nur darum, ob es eine Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen. Könnt ihr nicht einfach klettern? Seid ihr, ist das nicht als Werk? Das kann ich natürlich auch machen. Mit einem Seil hinaufzuklettern würde deutlich schneller gehen. Ja, wenn du kletterst und ich ziehe, dann kriegen wir Ja. dich da am Nu hoch. Aber aufgrund, dass Kontor so prominent steht, muss das alles schnell laufen. Und wir müssen in Deckung sein, bevor irgendwelche neugierigen Blicke uns erhaschen. Aber das ist ja klar. Ich denke, das kriegen wir hin. Meine zweite Möglichkeit wäre noch eine Wand aus Erz aus dem Boden wachsen zu lassen. Das wäre halt auch wieder sehr auffällig. Ist auf der einen Seite nicht ein Park oder so etwas? Von da aus könntet ihr zumindest einen guten Moment abpassen. Ich dachte, wir kommen nördlich. Da gibt es einige Gebäudeketten. Wenn wir ungefähr am Effort, einem der Effort-Tempel hochklettern, können wir über die Dächer bis zum, ja, bis etwa 6 Schritt von zum Kontor hin gleichen. Mal was anderes. Wusstet ihr, dass ich jetzt Inquisitor bin? Naja, das ist sehr schön, Boltax, aber was den Einbruch angeht, verlasse ich mich ganz auf euch beide. Ich glaube, das müsst ihr eh vor Ort schauen. Ich kann nicht genau einschätzen, wie gut die Bude da bewacht ist. Ich vermute ziemlich. Naja, sie sind die Reichsten und Einflussreichsten. Sie werden sicherlich einiges zu verlieren haben und dementsprechend einiges an Wachpersonal. Tragen die Wachen irgendeine Art Uniform oder gewöhnliche Söldnerkluft? Das waren Söldneruniformen, aber uniform, also schon uniformiert. Das waren gute Söldner. Diamantes kannst du auf Q5 einschätzen. Und je nachdem, wie viele Recherchen du angestellt hast, sie nennen sich entweder die Wölfe von Perikum oder die Füchse von Perikum. Das sind wohl zwei Banner, also 100 Leute grob. Gut, würde ich so mitteilen. 100 Mann stark sind die wohl. Ja, das, was sonst auch Palligan schon sagte, ein Grund, warum er sich nicht mit Marix anlegen will. Naja, dann wird er bestimmt 20 Mann dort haben. Mindestens. Der wird ja nicht 100 Mann bei sich im Haus stehen haben. Dann ist die Bude ja voll. Naja, kriegt das schon hin. Gut. Und wie war das jetzt mit den Beweisen? Sollen wir welche platzieren? Vielleicht hat uns das mit dem Brunnen in die Hände gespielt. Wir könnten einen Brief von Palligan aussetzen, also nicht von dem Bondrigan, sondern von dem Heptarchen. Mit dem Befehl, die Brunnen zu vergiften, wenn das bei Marix im Kontor gefunden wird. Es ist tatsächlich seltsam, dass das gerade jetzt passiert, oder? Es könnte ein Zeichen davon sein, dass sie uns nicht ernsthaft als Bedrohung wahrnehmen. Denn wenn sie diesen Plan schon länger hatten, hätte ich an ihrer Stelle gewartet, bis wir wieder die Stadt verlassen haben. Ja, oder sie wollen es aber mir in die Schuhe schieben. Aber sie verfolgen einen völlig anderen Plan mit diesem Bronnen. Vielleicht sollten wir mit der Brunnenreinigung noch warten, bis wir mit den Marix Says gesprochen haben. Vielleicht Naja, das. erzähl weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt auf dich an. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig das ist. Nun ja, also ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, als wir in diesem Heiligtum waren, wo wir die Harfe gefunden haben? Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und da gab es diese Kaverne, in der dieses Bassin mit dem schwarzen Wasser war, das ich getrunken habe.
Danach habe ich festgestellt, dass dieses Wasser von exquisiter elementarer Reinheit ist und sich dadurch auszeichnet, dass jedwede Verunreinigung weicht. Nun ja. Stellen wir uns hypothetisch einmal vor, ich würde besagtes Wasser in das Grundwasser einspeisen, von dem ich, wie gesagt, noch einen ganzen Trinkschlauch habe. Ich denke, das müsste das Problem mittelfristig beheben. Ich glaube nicht, dass ein Trinkschlauch voll mit Wasser das Problem in Gänze löst. Ihr schüttet sozusagen einen Tropfen in den Ozean. Nun. Wenn die Wache dich sieht, wie du schwarzes Wasser in den Boden reinschüttest. Uiuiuiui. Egal. Nein. Das muss sie ja nicht sehen. Ja. Ich habe einen anderen Verdacht. Aus irgendeinem Grund will der Marix die Leute von dem Brunnen fernhalten. Vielleicht hat er etwas mit dem Brunnen vor oder sie sind verbunden miteinander und etwas geht da unten vor, wovon keiner sehen soll. Naja, die wirklich spannende Frage ist, wo hat der Bastard so viel Wasser her? Alles sehr gute Fragen. Und Talian hat mehr oder weniger auch zugegeben, dass eine Charybdide-Verseuchung im Spiel ist. Und da ist genau der Punkt. Diese Charybdide-Verseuchung könnte durch das schwarze Wasser bereinigt werden. Ich denke, dafür braucht ihr etwas mehr. Also ein Trinkschlauch voll mit mehr heiligen Wasser, wie auch immer. Es war nicht heilig, es war durchdrungen von der Kraft der Harfe. Es war trotzdem nur ein Trinkbeutel voll. Naja, ich vermute, dass Abel mir nicht Unrecht haben wird. Ihr könnt das Problem vielleicht kurzfristig lösen, aber es wird dann ja wieder auftauchen, wenn ihr dasselbe tun, was sie jetzt gerade auch tun. Es sei denn, ein Dämon ist dafür verantwortlich, der sich manifestiert hat und das Wasser pervertiert. Das denke ich auch. Wir sollten uns um die Ursache kümmern, nicht um die Symptome. Nun, aber in dem Fall würde das schwarze Wasser ja den Dämon vertreiben bzw. Einhalt gebieten. Nun, wenn er sich wieder materialisiert, wäre das natürlich ein Problem. Dann müssten wir eine langfristige Austreibung vornehmen. Aber ich glaube, darum kann sich dann Serpentilio kümmern. Dämonen sind sein Fachgebiet. Naja, aber du willst jetzt dein Wasser in den Brunnen kippen, richtig? Zumindest probieren, was für Wechselwirkungen damit einhergehen. Ja, aber der Dämon ist doch bestimmt vermutlich irgendwo vor der Stadt und vergiftet das Wasser, das in die Stadt läuft. Wenn du jetzt Wasser hier in den Brunnen kippst, da passiert ja nichts. Nun, so funktioniert das mit Grundwasser nicht. Es läuft ja nicht zu. Der Dämon wird irgendwo bei dem Grundwasserspeicher sitzen. Es kann gut sein, dass euer Wasser wirkt, Boltax, aber wir sollten erst einmal die Ursache identifizieren. Wir sehen uns das morgen an. Nun gut. So könnt ihr euch schlafen legen. Und dann, nachdem ihr doch etwas länger gemacht habt, schreiben wir den 7. Zar. Es ist die 8. Stunde und ihr könnt mal wieder beisammen sitzen, Tee und Zwieback trinken, der dann ja euch gereicht wird, frisch aus dem Wasser zubereitet, was euch dann gegeben und gebracht worden ist. Vielleicht noch ein bisschen Speck oder Rührei, was euch dann in der Küche gemacht worden ist. Ich hätte vorher noch in der Nacht, bevor ich schlafen gegangen wäre, noch eine astrale Meditation durchgeführt, genau. Beziehungsweise zwei Zauber in deinen Stab eingesprochen hätte, den Zauberspeicher. Genau, und das hast du schon angekündigt. Du möchtest ein Transversales wirken. Und ein Gedankenbilder Elfenruf, um eventuell Boltax Bescheid zu geben, falls irgendetwas passiert während der Besprechung, dass er nun ja gewarnt ist. Okay. Das ist gut. Dann möchtest du meditieren. Du hattest dir aus der Apotheke Tonis geholt. Genau. Und ich würde dann hier. Dann kannst du das auswürfeln, wenn du es noch nicht getan hast. Ich hatte schon Vorfeld ausgewürfelt, insofern. Genau. So, nächster Morgen. Möchtest du weitere Zauber wirken? Erstmal nicht, nein. Okay. Andere Dinge, die ihr tun wollt, bevor ihr aufbrecht, und wohin auch immer. Ihr wolltet zum Oktagon? Ja, und zwar erstmal mit dem Hakon von Sturmfels reden, denn das scheint der nettere zu sein. Hakon sitzt nicht im Kriegshafen. Mhm. Er sitzt woanders. Ich würde die Admiralin derweil zur Rondra-Kirche bzw. zur Löwenburg bringen. Das hatte ich ja angeboten. Ja,
Das heißt, du möchtest nicht mit den anderen Helden aufbrechen? Genau. Gut. Ich würde ihn begleiten, weil ich glaube, ich bin in dem Oktagon nicht gut gelitten. Noch. Noch nicht. Gut. Dann bekomme ich mal bitte eine Gassenwissenprobe von denjenigen, die Hakon Sturmfeld suchen. Von einem oder von allen? Von einem, der ihn jetzt versucht aufzutreiben. 8 Punkte, ja, soll mir reichen. So schwer ist der nicht zu finden. Und wenn ihr euch ein bisschen rumfragt, dann findet ihr wohl heraus, dass der aktuell in dem Hardstainer weilt. Das ist diese ziemlich bekannte Taverne, das Gasthaus von etwas höherer Qualität, in dem tatsächlich sogar schon Jalan mal gespeist haben soll. Und das ist auch eigentlich direkt am Hafen gelegen, in der Nähe vom Ingrim-Tempel. Dort findet ihr den Hardstainer. Und ist der da gerade zu Mittag oder wohnt der da oder? Laut euren Informationen ist der seit grob einem Monat im Hardstainer. Mhm, okay. Gut, kommt noch jemand mit oder gehe ich alleine? Ihm wollte mitkommen, glaube ich. Ja. Diamantis, was wolltest du tun? Ich habe überlegt, aber ich habe tatsächlich nichts anderes zu tun. Also klar, ich lerne mal den Admiral kennen. Den Konteradmiral. Den Konteradmiral, genau. Konteradmiral 1 Sterne, Vizeadmiral 2 Sterne und Admirälin 3 Sterne. Ja, dann könnt ihr das Hardstainer betreten und nach einer sehr kleinen Suche werdet ihr ihn dort finden, wie er am Tisch sitzt, wohl mit einigen Fähnrichen, die er dann aber auch wegschickt und bittet euch dann Platz zu nehmen, während er selber gerade ein bisschen Rührei und Speck isst. So, guten Morgen, willkommen. Hatte schon mitbekommen, dass ihr in den Hafen eingelaufen seid. Wusste nicht genau, was euch hier hinführt, aber oh, Ehre, Ehre. Nun, schön euch kennenzulernen, Konteradmiral. Wir hatten euch nicht im Hardstainer vermutet, wir mussten uns erst durchfragen. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Tja, ich habe gerade keinen Auftrag in der Admiralität an sich. Der Vizeadmiral scheint das wohl gerade alles relativ gut unter Kontrolle zu haben. Uns mangelt es wie immer an Schiffen. Ich inspiziere von dann und wann die Werften, in denen neue Schiffe gebaut werden. Ich war vor 2 Wochen einmal in Bailung und hatte dort nach dem Rechten gesehen, aber auch dort läuft es genauso schlecht wie hier. Nun, und Mannschaften habe ich ebenso wenig, die ich ausbilden könnte. Nun, das klingt alles ziemlich ernüchternd. Wir sind, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hier, um uns die Unterstützung der Perlenmeerflotte im Kampf gegen die blutige See zu sichern. Tja, ich habe schon gehört von eurem neuen Arrangement mit verschiedenen Kapitänen. Es ist auch schon zu uns nach Perikum gedrungen, dieses Gerücht. Ich hatte nicht gedacht, dass ihr uns einmal besucht, aber... Tja, die spärlichen Reste, die wir haben, können wir euch schlecht anbieten. Das wäre vielleicht sogar was wie eine Beleidigung. Wie gesagt, Ehrenbrand versucht das alles zusammenzuhalten und feiert ein paar Erfolge, aber... Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Ihr werdet euch wundern, was wir schon an unserer Flotte haben. Aber wir müssen zusammenstehen an so einem Zeichen der Not, nicht wahr? Nun ja, und ihr sagt, dieser Ehrenbrand, also der Vizeadmiral, hätte die Lage gut im Griff. Das klingt mir nicht so, wenn ihr gleichzeitig sagt, dass die Flotte in schrecklichem Zustand ist. Ja, aber das Problem ist ja ausgemacht, sag ich mal, und schon wesentlich älter als der Vizeadmiral. Praia Danya ist kein schlechter Mensch. Ohne sie wäre ich bereits vor Jahren Fraß für die Fische geworden, aber... Sie hatte einfach keine Chance, die Flotte zu restaurieren, nicht mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Dafür hat einfach der Knochenadmiral gesorgt, der vor ihr den Posten inne hatte. Ja, eine unschöne Sache. Er stand wohl damals schon auf der Seite des Feindes? Da kann ich nichts zu sagen. Der eiserne Rudon, erst nach seinem Tod wohl.
Er war konservativ, möchte ich meinen. Und auch er hatte eine Flotte in einem desolaten Zustand. Es liegt einfach an den Borberat-Kriegen. Da war einfach nie Geld oder Holz für uns übrig. Gerade mit der blutigen See. Das, was wir halt hochgezogen haben, das, was wir ausgebildet haben. Aber wir hatten immer irgendeinen Dämon oder so vor uns, der uns direkt abgepasst hat. Oder ein Nulchuchu-Teppich, der direkt vor uns lag. Es war einfach wirklich nicht einfach. Ihr wollt sagen, ihr hattet Pech. Zulamin zieht eine Augenbraue hoch. Wir hatten einfach zu starke Feinde. Das ist das Problem. Der Vizeadmiral, ist er ein ehrgeiziger Mensch? Hat er vor, etwas zu bewegen? Ja, er versucht's, ne? Er hat gute Kontakte zu Marix. Das ist auch kein Geheimnis, aber von dem bekommt er Geld zugespielt und baut darüber neue Schiffe. Das ist zumindest Aufbruchstimmung, so sage ich mal. Ich sehe davon nicht so viel. Er ist zumindest besser als Praia Danya. Wie gesagt, die Admiralin ist kein schlechter Mensch, aber wirklich kompetent. Auch wenn sie jetzt gestorben ist oder bei den Iraniern übergelaufen ist, die Gerüchte sind da vielfältig. Sie hat mir mein Leben gerettet. Er klopft sich einmal auf sein Bein und dann könnt ihr auch tatsächlich sehen, dass es wohl steif ist und er über einen Gehstock verfügt, der an dem Tisch lehnt. Sie hat mir mein Leben gerettet, aber tja. Sie wollte sich eben unter allen Umständen beweisen. Und dann scheint mir der einzige Unterschied zwischen den beiden zu sein, dass Ehrenbrand von Hardenfels Geld von einem Handelshaus bekommt, während Praia Danya keine entsprechenden Mittel zur Verfügung standen. Ja, das stimmt auch, aber sie bekam halt Ratschläge aus ihrem Umfeld, die sie ja, vielleicht an der falschen Stelle mal befolgt hat. Ich selbst habe ihr an der einen oder anderen Stelle abgeraten, diesem oder jenem Ratschlag zu folgen, aber sie hat dann ihr eigenes Ding durchgezogen und wollte sich auch nichts von mir sagen lassen, auch wenn wir gute Freunde sind, aber sie wollte Stärke beweisen und dadurch kam es dann eben auch zu diesem Überfall von der Goldmorgen-Tarantel. Die hat uns immer wieder gequält. Das ist quasi so unsere Erzfeindin. Wie steht das mit euch? Würdet ihr euch besser machen als Admiral? Ihr meint als der Vizeadmiral Hardenfels? Nun ja, sollte der Vizeadmiral zum Admiral befördert werden, könntet auch ihr möglicherweise aufsteigen. Tja, würdet ihr die Dinge anders angehen? Ja, das Problem ist, dass ich nicht so einflussreich bin. Wenn ich es Geld und die Mittel hätte, nun, ich sehe es eher so wie Sanin, sag ich mal. Sanin war schon ein guter. Das darf man hier gerade in Perikum nicht allzu laut sagen. Oder, naja, der eiserne Rudon. Wie gesagt, er war sehr konservativ, aber im Prinzip, mir ist wichtig Loyalität und Ehrgefühl, Stolz. Ja, mein größtes Problem ist, dass ich bei Paligar nicht gut gelitten bin. Und damit meine ich den Markgrafen. Er mag mich nicht. Und dementsprechend wird er wohl auch einem anderen Vorzug leisten. Ist irgendetwas vorgefallen oder ist das nur eine allgemeine Antipathie? Ich halte ihn für inkompetent. Und das lasse ich ihn auch spüren. Ich verstehe. Tja. Warum soll ich mich vor ihm verstecken? Ja, er ist der Markgraf und ja, er ist auch mit der Kaiserin liiert, wenn man das so sagen kann. Und steht mir nicht zu, aber in meinen Augen hat er kläglich versagt. Ja, du hast schon recht, ist schon eine Wurst. Solltet ihr wie gesagt nicht zu laut sagen. Der Mann mag clever sein, das ist er wohl, aber wie gesagt, er versagt an
an Stellen, wo er nicht versagen darf. Und sein guter Name schützt ihn vor... Ja. Ich sag da nichts zu. Aber sag mal, sei mal ganz ehrlich, hast du aufgegeben? Weil bisher höre ich mir nur von dir an, wie scheiße die Situation ist. Wie alles scheiße, alles doof. Was genau willst du dagegen machen? Wir können nichts machen, solange die blutige See existiert und ständig eine Dämonenarche, Dämonen oder irgendwelche Paktierer da draußen sitzen. Bauen wir eine Flotte aus? Wollen wir irgendwelche Rekruten nach draußen schicken und sie ausbilden? Kommt irgendein Ding und versenkt es wieder. Selbst unser Admiralin kriegt es nicht gebacken. Die verdammte blutige See wird immer kleiner. Und die Dämonenarchen und Piraten, vor denen ihr euch so fürchtet, Paktierer, fahren gerade mit eingezogenen Schwanz davon. Es gibt weitaus mehr als nur Perikum und was momentan auf der See passiert. Es gibt Leute, die Mittel haben und bereit sind zu kämpfen. Und die tun es, die ganze Zeit. Es werden Siege eingefahren. Ich bin kein Aranier, ich sitze nicht am Getreidehahn. Weißt du, wir sind hier eingeschlossen. Und wir haben so oft Gareth nach Hilfe gefragt. Da heißt es, dass wir seit dem Jahr des Feuers kein Geld mehr übrig haben. Dass wir uns um die Wildermark kümmern müssen. Und gleichzeitig zieht die Kaiserin mit ihrem Tross von Gegend zu Gegend und inspiziert. Aber war sie mal hier in Perikum? Nein, war sie nicht. Ich fühl mich einfach komplett auf dem Trockenen gelassen. Ich glaube, ihr habt insofern recht, dass ihr alleine nichts gegen die blutige See ausrichten könnt. Aber auch wenn ihr zu wenige Schiffe habt, wenn ihr euch mit uns zusammenschließen würdet, dann könnten wir gemeinsam etwas bewirken. Denn wir haben bereits viel bewirkt. Aber wir sind immer noch nicht genug, um uns mit der Plagenbringer anlegen zu können. Ich würde mich euch anschließen, aber ich bin nur der Konteradmiral. Wenn ihr über die Perlenmeerflotte gebieten wollt, dann müsst ihr, so leid es mir tut, mit dem Vizeadmiral von Hartenfeld sprechen. Ist ein guter Mann, wie gesagt, er weiß, was er tut. Vielleicht ein bisschen großspurig, aber er feiert Erfolge. Wenn es auch wenige sind, aber Aufbruchstimmung. Was hat er denn zum Beispiel geschafft? Naja, aktuell sind 3 Schiffe, die, die gebaut werden. Zusätzlich bildet er neue Leute aus. Das macht er selbst gemeinsam mit seinen Offizieren und Unteroffizieren. Ich habe hier zwar noch ein paar Fähnriche, die ich gerade weggeschickt habe, aber... Tja. Wann werden diese Schiffe fertig sein? Vor Raya? Ja, wenn es gut läuft, schon. Meint ihr vor Jahresende? Ja. Tja. Denn alles, was danach passiert, wird keine Rolle mehr spielen. Meint ihr das? Das wissen wir. Wird so schlimm, ja. Also ich kenne mich mit ein paar der Jungs an den Werften aus. Wenn ihr wollt, kann ich da mal ein gutes Wort einlegen. Das ist die Reederei von Felswegen. Trautmann Felswegen. Er baut aktuell. Gute Jungs. Die sind sicherlich vor Raya fertig, vielleicht in 2 Monaten. Wir haben jetzt Zar. Nun, dann müssen wir wohl den Vizeadmiral überzeugen. Tja, das müsst ihr wohl. Die Admiralin ist ja abgehauen. Naja, habt ihr noch irgendeinen Ratschlag, um ihn zu überzeugen? Ich meine, ihr arbeitet ja nicht so ganz entfernt von ihm. Tja. Ja. Kommt nochmal wieder mit, wenn ihr mit ihm gesprochen habt. Ihr wisst ja, wo er mich findet. Tja. Ich weiß nicht, wie man ihn packt.